Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend hier bei unserem allwöchentlich stattfindenden Workshop am Montagabend hier im Internet. Ich grüße Sie recht herzlich und wünsche uns allen einen wunderschönen Montagabend, der sich super gut abschließen lässt mit unserem Workshop. Ich begrüße natürlich auch diejenigen, die im Nachhinein sich die Aufzeichnung anschauen. Das ist doch auch eine ganze Menge, wie ich auch immer wieder erfahre in den Telefonaten, die wir teilweise führen. Und ja, das ist auch eine gute Gelegenheit, eben hier nochmal den Workshop auch sich wiederholt anzuschauen. Das geht natürlich auch. Und Sie können dort Ihre Fragen formulieren und auch natürlich die Dokumente herunterladen. Also hier eine gute Gelegenheit für Sie. Und natürlich begrüße ich auch meine lieben Eltern im Hintergrund. Ihr unterstützt mich hier bei der Vorbereitung der Beantwortung der Fragen aus dem Chat. Und damit möchte ich gleich hier schon einmal starten und mal kurz im Chat fragen oder Ihnen die Frage stellen. Und Sie können sie mir im Chat beantworten, ob ich gut zu sehen und zu hören bin vor allem. Und vielleicht kann mir das schon einmal jemand beantworten, ganz kurz. Vielen Dank, also Ton und Bild, super, vielen, vielen Dank. Ich nehme das als Referenz für alle anderen auch, danke sehr. Und ja, dann kann es losgehen mit unserer Präsentation. Ich starte die hier heute am 10. Juni 2024 und entgegen der anderen Workshops teilweise gebe ich Ihnen auch jetzt schon mal das Dokument zum Downloaden bereit, und damit Sie das hier sich herunterladen können und abspeichern können, wenn Sie das möchten. Heute vom 10. Juni 2024, das sind die Folien. Und als Allerwichtigstes vorneweg der wichtige Hinweis: Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und nachdem wir das geschafft haben, legen wir gleich los. Wir haben bei allen Erkrankungen auf Zellenebene sind es Mikroorganismen, die sind dort zu finden, die unsere Zellen stören, sie schädigen und zu einem Ersatzstoffwechsel zwingen, um lebensfähig zu bleiben. Und daraus ergibt sich eine Abwärtsspirale aufgrund von Milieuveränderungen und dadurch Ansteigen der Mikroorganismen auf Zellenebene in diesem Milieu. Und dieses Phänomen, wenn Sie so wollen, finden wir bei allen Erkrankungen, Beeinträchtigungen, Missempfindungen, ebenso wie die gegensätzliche Entwicklung. Ja, wenn es gelingt, die belastenden Erreger zu eliminieren, nämlich. Man kann den belastenden Mikroorganismen auf vielfältige Weise begegnen, zum Beispiel mit Antibiotika, also Medikamenten. Damit erreicht man die, in dem Fall von den Antibiotika, die Bakterien, und zwar diejenigen, die ihre Zellmembran noch haben und sie nicht als Abwehrmechanismus abgeworfen haben. Viren und Pilze werden hiervon nicht beeindruckt. Man kann kolloidales Silber zum Beispiel einsetzen, was den Vorteil hat, dass es vielfältig wirkt gegen Bakterien, Viren und Pilze. Und wer sich dafür interessiert, wir haben hier im AgiSmart dazu bereits einen Beitrag veröffentlicht. Das ist schon etwas länger her. Jedoch sind die Informationen, die wir dort hinterlegt haben, immer noch aktuell und zutreffend. Also kolloidales Silber. Und wir haben AgiCare. Und ich denke, mit AgiCare haben wir eine optimale Herangehensweise bezüglich der Eliminierung störender Mikroorganismen. Optimal, weil wir hier keine schädigenden Nebenwirkungen zu erwarten haben und weil es entsprechend kombinierbar mit weiteren Maßnahmen ist und kombiniert werden sollte. Wir können hier
spezifisch und somit direkt vorgehen als Unterstützung zu anderen Maßnahmen, zu denen Vertrauen besteht, um für sich, für uns verbesserte Lebensqualität zu erlangen. Und versprochen hatten wir Ihnen ja eine Menge mehr von spezifischen elektromagnetischen Frequenzmustern, dass wir die ins Agile Care Programm integrieren. Und davon haben wir schon einige auch Ihnen zur Verfügung gestellt schon. Und im Laufe dieser Woche, wahrscheinlich eventuell schon morgen, am Dienstag, den 11.06., können wir Ihnen ein neues Setup zur Verfügung stellen, welches Sie wie immer von unserer Seite ulrich-mtc.de/download herunterladen können. Wir senden Ihnen auch dazu noch eine E-Mail, aber wenn diese E-Mail Sie aus bestimmten Gründen nicht erreichen sollte, dann wissen Sie, wo Sie danach schauen können. Und diese neuen Frequenzmuster geben uns noch mehr die Möglichkeit, gegen die Parasiten direkt vorzugehen. Wir unterstützen Sie natürlich wie immer weiterhin bei der Beantwortung Ihrer Fragen mit unseren Empfehlungen, mit Agile Care. Da habe ich Ihnen hier schon einmal unsere Kommunikationswege notiert, für Sie einfach zur Erinnerung, wie und wann Sie uns da hier bestens erreichen können. Und in der letzten Woche habe ich hier im Workshop eine Frage nicht ganz komplett beantworten können und habe versprochen, nach Expertengesprächen und gegebenenfalls Literatursichtung das noch nachzuholen, also die komplette Beantwortung der Frage. Und zwar war die Frage, welche Anwendungen kommen bei Wachstumshormonmangel bei Kindern in Frage? Und im Workshop hatte ich beantwortet, zunächst einmal mit der Anwendung A260, die heißt Poliomyelitis, also Aviontan 260 Poliomyelitis. Und der Grund, weswegen ich diese Empfehlung gegeben hatte, war, dass eben die Erreger bei Poliomyelitis, die befallen das zentrale Nervensystem, was auch zu Lähmung führen kann, wenn man davon betroffen ist. Und folgende zusätzliche Empfehlung können wir Ihnen hier heute im Workshop noch geben zur Beantwortung dieser Frage. Und zwar sind unsere Empfehlungen mit Agile Care zur Eliminierung der betreffenden Erreger die U212. Die Anwendung heißt Hypophysäre, in Klammer Hypophysenstörungen, also U wie Ulrich, 212, Hypophysäre Störungen. Und die zweite Anwendung, die wir zusätzlich empfehlen, die C526 Endokrine RXTR. Und da steht in Klammern stimulierend für Zirbeldrüse, Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren und Thymusdrüse. Also C wie Cäsar 526 Endokrine RXTR. Und warum? Gehe ich gleich darauf ein. Nämlich, wir haben hier die Hypophyse. Das ist die Hirnanhangdrüse und ich habe Ihnen hier einmal mal ein Bild eingefügt, wie die Hypophyse entsprechend hormonell auf die anderen Drüsen einwirkt. Nämlich, man spricht auch bei der Hypophyse von der Hauptdrüse, da sie alle anderen endokrinen Drüsen steuert über die Ausschüttung der entsprechenden Hormone. Und sie selbst wird vom Hypothalamus gesteuert. Und Sie sehen hier, ich habe da mal einen Pfeil dran gemacht, dort sehen Sie die Wachstumshormone, die zu den Knochen, Muskeln und in die Organe geschickt werden, um dort die entsprechenden Prozesse voranzutreiben. Aber Sie sehen auch noch viel, viele andere Hormone, zum Beispiel in der Mitte TSH, was an die Schilddrüse geschickt wird, die wiederum ihrerseits Schilddrüsenhormone ausgibt, aber auch das ACTH, was an die Nebennierenrinde geschickt wird, um Kortikoide auszuschütten, die wir für unseren Energiehaushalt im Körper benötigen. Das hier mal als bildliche Darstellung und ich habe Ihnen auch hier noch eine Tabelle mit eingefügt, wo Sie sehen, welche Hormone, welche Zielorgan oder Gewebe zum Ziel haben. Also ganz oben, da sehen Sie wieder die adrenokortikotrope Hormone, also das ACTH, was an die Nebennieren geschickt wird. Und ich habe Ihnen
Fett markiert da die Wachstumshormone, was an die Muskeln und Knochen gesandt wird. Alles andere eben auch noch mit zugeordnet. Da sind zwei dabei, das habe ich Ihnen aber unten drunter unter der Tabelle erklärt, die eigentlich vom Hypothalamus gebildet werden und in der Hypophyse gespeichert und dann bei entsprechenden Konstitutionen dann ausgeschüttet werden. Also hier noch einmal unsere Empfehlung zu der Frage, wie das sich mit den Wachstumshormonen, wenn mangelnde Wachstumshormone eben festgestellt werden, da ist unsere Empfehlung zusätzlich die Anwendung U212 hypophysäre Störungen und C526 endokrine RXTR. Und ich habe hier auch noch eine Rückmeldung, die ich Ihnen heute hier wiedergeben möchte. Es geht um eine 75 Jahre alte Frau, die als Hinweis, steht jetzt hier noch bei, gegen Corona geimpft, das war als Hinweis für uns, deswegen habe ich das mit dabei gelassen. Und aber hier wurde ein Blasentumor diagnostiziert, und zwar im Oktober 2021 wurde ein Blasentumor festgestellt. Und hier wurde bereits dann, nachdem die Diagnose erhalten wurde, mit der Anwendung mit Agilcare zur Beseitigung der betreffenden Erreger gearbeitet, also mit der Anwendung A263. Und die Anwendung heißt Prostata und Blasentumor. Da steht noch davor viermal. Das ist auch, weil eben hier da entsprechend dort die Dokumentation geführt worden ist, und die möchte ich Ihnen hier auch mitteilen. Ein Monat später, also im November 2021, ist der Blasentumor operiert worden, und es wurde mit Gemcitabin gespült. Das ist eine Chemotherapie, die speziell hier bei Blasentumoren durchgeführt wird. Also das ist, was von der Schulmedizin durchgeführt und angewendet wurde. Und daraufhin und während dieser Zeit wurden die Anwendungen durchgeführt, die Sie auch hier auf dieser Folie sehen, also A263 Prostata und Blasentumor. Die Anwendung, die hatten wir schon vorher, und die ist hier weiter fortgeführt worden. U276 Neubildungen und A178 Krebs wurden hinzugefügt zu diesen Anwendungen. Da habe ich was, ist mich was nicht dargestellt worden, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Im Februar 2022 wurde festgestellt, dass die bei der Kontrolluntersuchung, dass hier kein Tumorgeschehen mehr stattfand. Also hier, nachdem im Oktober das festgestellt worden, das Tumorgeschehen und die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden, schulmedizinisch und zur Unterstützung mit Agilcare, ist im Februar daraufhin dann bei der Kontrolluntersuchung festgestellt worden, hier ist alles in Ordnung, hier ist kein Tumor geschehen. Ein Jahr daraufhin, also es wurde immer regelmäßig kontrolliert, und ein Jahr daraufhin, im März 2023, wurde ein Rezidiv festgestellt und daraufhin auch operiert. Und es wurden wieder die Anwendungen durchgeführt, A263 Prostata und Blasentumor, aber auch A264 Prostata und Blasentumor gutartig. Dann wiederum die Anwendung U276 Neubildungen und auch C1604 Tumor gutartig. Das waren die Anwendungen, die hier durchgeführt wurden zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen. Und hier haben wir nicht in der Dokumentation, wann sich das verändert hat zum Guten. Es hatte sich zum Guten verändert, jedoch dann im Januar 2024 wurde wiederum ein Rezidiv festgestellt und auch dieses operiert und auch wieder mit der Chemotherapie, die am Anfang mitgeteilt worden ist, behandelt. Und auch mit Agilcare wurden wieder die Anwendungen fortgesetzt, die sich hier auch schon zuvor bewährt hatten, also die A263, Prostata und Blasentumor. Und da steht dahinter, dass es dreimal täglich durchgeführt worden ist.
Dann U276-Neubildungen. Neu hinzugekommen ist die Anwendung LIE1-Krebs und C221-Krebs-BX2-TR. Das sind die Anwendungen, die hier seit dem Januar 2024 durchgeführt worden ist, auch mit der Anzahl, die da voransteht. Und jetzt im Mai wurde eine Kontrolluntersuchung durchgeführt, wo festgestellt worden ist, hier ist kein Tumorgeschehen mehr da. Und hier kann man noch Folgendes ablesen. Also es ist recht beharrlich, deswegen habe ich Ihnen das hier auch ins Kleinste aufgeschrieben und bin auch froh, dass uns das mitgeteilt worden und so berichtet worden ist, dass hier sehr beharrlich vorgegangen worden ist, sehr kontinuierlich bei der Durchführung der Anwendung und das hat hier auch mehrfach zum Erfolg geführt bei der Anwenderin. Und bei Wiederauftreten hat man die sich bewährt Anwendung und die Maßnahmen wiederholt und das sich wiederum auch im Erfolg widerspiegelte. Und das sieht man ja auch an den Kontrolluntersuchungen, die dann entsprechend durchgeführt und dokumentiert worden sind. Relativ schnell, wenn man sich das überlegt, von Januar bis Mai 2024, da liegen 4 Monate dazwischen, beinhaltet und wie Sie sehen, auch hier teilweise die Anwendungen 3-mal täglich durchgeführt worden sind. Nichtsdestotrotz ein sehr gutes Ergebnis und sehr schnelles Ergebnis für diejenige, hier so schnell vorangekommen zu sein mit den Maßnahmen, mit allen Maßnahmen, die hier durchgeführt worden sind und eben mit der entsprechenden Verbesserung. Ja, es interessiert uns auch hier der Verlauf und dass zusammen mit den schulmedizinischen Maßnahmen, mit AgeCare, es hier möglich war, die bessere Lebensqualität zu erlangen, indem auf Zellenebene gezielt gegen die zutreffenden Mikroorganismen vorgegangen wurde. Sie eliminiert wurden und auf Zellenebene eine Erleichterung erreicht wurde, wodurch sich die sich neu bildenden Zellen normal und ohne die Belastung entwickeln konnten. Und der Körper hat sich somit geheilt, was an der Verbesserung der Lebensqualität derjenigen festzustellen wurde oder festzustellen war. Gratulation zu diesen Ergebnissen. Diese Ergebnisse sind Lohn für das disziplinierte und kontinuierliche Vorgehen mit all den Maßnahmen, die hier notiert worden sind, auch alle, die daneben liefen, also die nebenbei liefen, so meine ich das, und eben ja, in Zusammenhang auch mit AgeCare. Wir liegen hier nach wie vor, liegen wir hier auch mit unserer Ansicht richtig, dass der Einsatz von AgeCare gezielt gegen die störenden Mikroorganismen maßgeblich für den Erfolg der Anwenderin war. Ein Verfahren, was sich vielfach als solches bereits bewährt hat. Viele, viele Anwender gehen hier erfolgreich mit AgeCare gegen die sie störenden Mikroorganismen vor. Und sei es dafür, dass Sie Ihren Bekannten und Freunden, Lieben von Ihrem Erfolg und Ihrem Vorgehen berichten wollen oder dass Sie sich auch bei uns bedanken wollen, schreiben Sie uns doch auch, wenn Sie von AgeCare erzählt haben und wem Sie davon erzählt haben und die dann auch diese Methode für sich zur Verbesserung ihrer Lebensqualität einsetzen wollen. Für den Kauf von AgeCare in unserem Shop durch diese Person, denen Sie AgeCare empfohlen haben und von denen Sie uns geschrieben haben. Dafür bedanken wir uns sehr bei Ihnen und sehr herzlich mit einer Tippprovision in Höhe von 150 Euro. Und ich habe Ihnen hier einmal die einzelnen Schritte notiert. Es sind ja nur 3 notwendig. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie das so wahrnehmen. Ja, unsere Kommunikationswege, die hatte ich Ihnen schon mal eingetragen, aber für alle die, die wie ich ein Gewohnheitsmensch sind und Sie am Ende des Vortrags und am Ende der Vortragsfolien suchen, anstatt wie heute abweichend mitten im Dokument, habe ich sie auch hier nochmal notiert für Sie. Ja, vielen Dank. Das war's von mir. Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für Ihre Fragen, die Sie schon im Chat gestellt haben und zu deren Beantwortung ich jetzt hier komme. Und dazu beende ich jetzt hier die Präsentation.